Okay, ihr Yay. Lieben, wir sind nochmal da. Und zwar jetzt, bevor gleich die richtige Redstone-Schule losgeht. Und wir haben euch da was zu. Also eigentlich, der Busch hat euch was zu erklären. Was, was? Ah ja, und zwar, genau, also heute ist ja der 1. April und den Rest darf Rouge sagen. Und weil 1. April ist und wir sind ja hier auf Twister Twins und überhaupt und. Wir haben gerade den Protektor-Rang, obwohl wir eigentlich den Redstone-Rang haben. Also da ist irgendwas gerade nicht in Ordnung. Und überhaupt, und die kommt also Busch. Ja, also ja, und wir, also ich habe keinen Mystery Mod und ich glaube, ich werde es mir auch nicht holen. Ich habe auch keinen Mystery-Mod und auch ich habe eigentlich nicht vor, es mir zu holen. Ja, mal gucken, also vielleicht wird es ja doch noch irgendwas, was mich reizt, aber Also, solange es da ja, jetzt mal keine. zur Sache, ne, Rouge, du wolltest ja irgendwas mit den Beobachtern sagen. Ja, also, solange es in Misery Mod keine Observer gibt, werde ich mir auch kein Misery Mod holen. Also, Misery Mod ist. Das war alles nur ein April-Scherz! Ja, es tut uns leid, aber es war irgendwie auch lustig. Es tut uns vor allen Dingen bei denen leid, die sich jetzt tatsächlich Mystery Mod installiert haben, weil wir diesen Scherz gemacht haben. Aber bitte Leute, nehmt es nicht übel, es ist der 1. April. Von daher lehnt euch zurück und genießt jetzt einfach die ganz normale Redstone-Schule, die jetzt folgt. Und wir bauen heute was richtig Cooles. Von daher danke, dass ihr es uns nicht zu hart ankreidet. Ja, danke schön. Also, viel Spaß mit der richtigen Redstone-Schule jetzt. Viel Spaß! Hallo, willkommen zur Oder ich, Redstone-Schule, oder. Folge 3768. Au! Au! Ja, genau, ich habe eine Idee. Wir fangen so an. Hallo, willkommen zur Redstone-Schule. Ich bin der Rouge und das ist der Busch. Und heute wollen wir. Du standst zu weit Ja, vorne. aber ganz exakt zu weit. Mann. Ja gut, das wollen wir euch heute zeigen. Genau das. Was ist das? Warte. Wir reden hier von einer Treppe. Und zwar nicht irgendeine Treppe, sondern eine Treppe ins Nichts. Nein, es ist natürlich eine ganz besondere Treppe, denn wie ihr eben gesehen habt, kommt die aus der Decke gefahren. Und da verschwindet sie wieder. Nichts zu erkennen von einer Treppe, nicht mal im Ansatz. Und wenn wir da drüben dieses kleine Zauberknöpfchen drücken, da sieht einer an. Haben wir wieder eine Treppe. Genau, also lasst ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Im Discord-Server von Rouge findet ihr wieder die Schematiker und dann bis zum nächsten Mal, oder? Genau, das war es eigentlich. Nein, de facto ist es tatsächlich so, diese Schaltung ist zwar kompakt, aber genau diese Kompaktheit macht sie auch hochkomplex. Sie ist unerklärbar, wenn ihr euch das hier anseht. Es ist alles so dicht und verworren miteinander. Wenn wir das jetzt erklären wollten, dann wären wir lange, lange beschäftigt. Und deswegen machen wir Folgendes. Wir zeigen euch nur kurz an sich, dass es funktioniert. Ja. Und so sieht das Ganze von oben aus. Ja, kann man hier schön noch tarnen mit Blöcken, wenn man welche in dem Inventar hat. Ich habe jetzt gerade keine. Könnte man hier noch so den Bogen voll machen, dass man auch die Pistons nur noch von unten quasi sieht oder halt nur noch von vorne sieht. Genau. So, und dann ist das alles schön versteckt, die Schaltung, dann ist alles gut. Und von unten sieht man halt gar nichts davon. Also eine schöne Geheimtreppe oder wenn ihr mal ein Raumschiff bauen wollt oder so und da eine schöne Treppe rausfahren, dann ist diese Schaltung perfekt für euch. Aber ja, Ja. sie ist Das komplex und Problem ist. deswegen auf jeden Fall die Schematik einfach bei mir auf dem Discord runterladen und dann könnt ihr die nachbauen, eins zu eins, Ebene für Ebene. Genau, ich muss leider gestehen, die Schaltung habe ich leider schon vor Monaten entworfen, dass ich auch nicht mehr so ganz genau weiß, wie sie funktioniert. Also so ein paar Sachen sind schon klar. Also wir brauchen ja auf jeden Fall drei Pistons übereinander, wenn du mal hier runterkommst nochmal. Wir brauchen hier drei Pistons übereinander. Das sind alles drei Sticky Pistons. Dann müssen zuallererst eben oben die zwei Pistons ausfahren und der untere Piston, alle drei unteren Pistons, haben dann immer nur einen Redstone-Tick. Jetzt gähnt der Rouge, das ist viel zu langweilig, ne? Ich bin einfach müde. Ja, die unteren Pistons werden eben mit einem Redstone-Tick befeuert. Das haben wir mal erklärt. Pistons, die sticky sind und mit einem Redstone-Tick befeuert werden, verlieren immer den Block, der vorne dran hängt,
beziehungsweise holen diesen Block ran, je nachdem, was es ist. Und deswegen machen wir hier zweimal einfach genau dieselbe Bewegung. Jedes Mal, wenn wir den Knopf drücken, bewegen sich die Pistons ganz genau gleich. Und ganz unten haben sie eben diesen einen Tick, der dann die Stufen eben einfängt oder hier die Stufen wieder gehen lässt. Ne? Das ist das Geheimnis, reines Timing. Genau. Ja, hier habe ich noch die blauen Leitungen verlegt. Einmal hier, das ist die, welche von unten kommt, und einmal hier, welche, die von woanders herkommt. Die ist jetzt nicht angeschlossen. Aber an diesen beiden Punkten kann man die Schaltung eben bepowern. Na, also da könnte man beispielsweise einen Knopf oben anbringen, der auf dieser Seite hier bepowert, und einen Knopf unten, der auf dieser Seite hier bepowert. Oder wie auch immer man das haben will. Genau, ihr könntet auch einen Schalter davor hängen, so wie wir es schon in den letzten Reds zum Schulen erklärt haben. Dann könnt ihr mit einem Schalter, der nach oben steht oder nach unten steht, die Leiter entweder oben oder unten haben. Das ist noch so eine Sache, die ich auch gerne nochmal sagen wollte, dass ihr einfach auch die Schaltungen, die wir alle so im Laufe der Zeit erklärt haben, miteinander verknüpfen könnt oder solltet, wenn ihr was Cooles baut. Ja, also nicht jede Schaltung als Einzelwerk betrachten, es ist ein Einzelwerk, aber erst in Kombination mit anderen Schaltungen kommt der wahre Zauber raus. Ja. Genau, Hebel, da hat man ja zum einen, wäre hier dann wohl ganz sinnvoll dieser, na, wie heißt der, Spam-Schutz, und dann auch Signal verkürzen, ne? Wenn er an ist, dann das Signal verkürzen, dass es eben hier dann einmal reingeht. Und wenn er aus ist, über eine Redstone-Torch, dann das Signal verkürzen, dass es hier eben auch noch einmal reingeht. Genau. Ne? Genau. Dafür ist vielleicht interessant, diese Schaltung hier, die muss mindestens 7 Ticks bepowert werden. Also wenn ihr da einen Signalverkürzer reinbaut oder eben so einen Spam-Schutz, diese Schaltung muss 7 Ticks lang bepowert werden, was hier oben eben reingeht. Tatsächlich genügt auch, wenn ein Signal der Stärke 14 hier oben noch reingeht, deswegen hier der Comparator. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die nicht ganz so wichtig sind. Wenn ihr hier volle Stärke 15 reinhaut und irgendwie Signallänge von 8 oder so, das funktioniert dann auch alles super. Das ist eben nur der Idealfall, dann funktioniert sie am schnellsten. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon für heute von dieser Folge Redstone Schule. Beim nächsten Mal zeigen wir euch auch was ganz Spannendes. Das seht ihr da ganz hinten in der Ferne. Ja, was genau das ist, das verraten wir heute noch nicht. Aber das wird euch auch gefallen, bin ich ganz sicher. Und das wird noch ein bisschen komplizierter, wobei eigentlich ist es vom Aufbau her ist es einfacher. Ja, also da steckt ein bisschen Mathematik tatsächlich dahinter, aber an sich ist es gar nicht so kompliziert, würde ich mal behaupten. Das kann man, denke ich, auch gut erklären, komplett. Das meine ich ja. Also der Aufbau ist nicht kompliziert, aber ich glaube, das zu verstehen ist nicht für jeden ganz leicht, warum das so funktioniert. Also, ich denke, kurz kann man sagen, es wurde sich ja mal gewünscht von jemandem, es geht um Zufälle. Es geht um Zufälle. Und zwar um eine ganze Menge Zufälle. Ja. Alles klar. So, wo ist der Busch? Da ist der Busch. Zack, zack. Viel Spaß mit dem Ding. Wie gesagt, holt euch das aus der Schematica-Liste auf meinem Discord-Server, baut das nach, und wenn ihr mal irgendwann Bock habt, einfach mal ein Video zu machen, wie ihr das anwendet oder wo ihr das eingebaut habt, da freue ich mich auch drüber. Könnt ihr mir zuschicken, zukommen lassen oder so, und dann zeigen wir einfach auch mal Videos von Zuschauern, wie die das gemacht haben oder wie sie es eingesetzt, verwendet haben. Und ansonsten, ich glaube, es reicht für heute, oder? Jo, Achtung, nicht runterfallen. So, dann stelle ich mich halt auf die Treppe, so. Hey. Ich kann mich nicht auf die Treppe setzen. Du musst die nehmen, über der kein Pisten ist. Ja, ich suche schon. Ah, ich habe sie gefunden. Alles klar, ihr Lieben. Bis dann, sieht traumhaft aus. Ciao. Ciao.